euch einen wunderschönen guten Tag. Wir machen weiter mit Borderlands. Unser 100% dran. Jo. Wir rufen jetzt unseren guten Rhys an. Hi, hier spricht Rhys Strongfork, Vorsitzender und Kriegsgeneral der Atlas Corporation. Eine kurze Frage von mir. Wer zur Hölle ist da und wieso seid ihr in meiner sicheren Leitung? Rhys, reg dich ab. Ich bin es, Lorelei. Wir haben mit etwas Hilfe die Watershed-Basis zurückerobert. Ich hab... Moment. Was ist das da in deinem Gesicht? Was? Das? Das ist mein Belagerungsschnäuzer. Den Soldaten gefällt er. Wer ist da bei dir? Ich bin ein Kammerjäger und Crimson Raider. Kammerjäger? Crimson? Heilige Scheiße, ja! Wie stark sind eure Truppen? 20.000 Einheiten? 50.000? Weniger. Mein Rudel ist nicht groß, doch die Zahl unserer Opfer umso größer. Was? Ich kann die Stadt unmöglich mit einer Handvoll Leute zurückerobern. Sie sind gut, Rhys. Richtig gut. Und wir können jede Hilfe gebrauchen. Banditen dringen in die Stadt ein und sie sind auf Maliwans Seite. Katagawa muss eine Abmachung mit den Kalypsos haben. Großartig. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Also gut, du kommst jedenfalls gerade rechtzeitig. Mein bester Agent wird Maliwans strategisches Gigahirn angreifen. Wenn sie hinter der Kammer her sind, liegen dort die Informationen. Triff dich mit meinem Agenten. Rhys, Ende. Gut, während du dich mit Rhys Agenten triffst, bringe ich die Basis wieder online und werde die Stadt weiter sichern. Bevor du gehst, habe ich noch was für dich. Da du in die Stadt musst, gebe ich dir einen Zyklon. Er ist schnell und leicht und damit perfekt für die Straßen der Stadt. Fahr mal eine Runde. Nice. Gut, das ist eine Quest für mich. Hast du Zeit für einen Job? Rise and Grind. Wir brauchen Koffein. Und zwar sofort. Was hältst du davon, diese vom Krieg verwüstete Stadt wieder zivilisierter zu machen? Fangen wir mit dem wertvollsten Rohstoff überhaupt an. Kaffee. Ich bin ziemlich fertig und wenn ein Commander einen Fehler macht, sterben Leute. Und meine Truppen könnten bestimmt auch eine Aufmunterung gebrauchen. Geh für den Anfang zum Rise and Grind Café. Boah, klar. Belagerung, Krieg und alles mal Kaffee holen. Okay. Na dann. Gehen wir mal Kaffee besorgen. Lass mich da mal ran. Gib mir mal an. Zyklon. Diese Tusnelda hat dir ein neues Fahrzeug gegeben? Oh, ich lade es in dein Catch-a-Ride-Profil. Dann kannst du dir an jedem Terminal ein neues Digistructen. Rhys Agent ist eher ein Einzelgänger, aber sehr talentiert darin, Leute auf links zu krempeln. Ihr werdet euch sicher blendend verstehen. Gut, wir machen aber vorher... Rise and Grind. Ich liebe das Geräusch von Metall. Nervt mich, wirklich. Ach, das ist viel zu viel, was man erkunden kann. Ich muss einfach mal abstellen hier. Ich muss mich hier reinlutschen. Komm her, Mädchen! Ich höre dich, Bestie. Na, sieh mal einer an. Da oben ist der Typhon Lock. eine glänzende Kiste. Nice. Okay. Das ist nicht der Typhon Lock, das ist die Uhr dafür. Was siehst du? Ist die überhaupt gefunden? Crimson Raider habe ich nicht gefunden und den Typhon Lock habe ich nicht gefunden. Da ist noch was. Naja, habe ich schlecht. Tja. Ja, richtig, richtig schlecht. Oh, müssen aber einmal zu Shangtree zurück. Unser Bild ist Mist. Ich will mein Sneaky-Sneaky-Bild wieder haben. Ich mag das mit der Unsichtbarkeit. Der Bild ist ja mit dem Rex, da bist du ja nur am Fähigkeitsband. Ja, hopp's mal zurück. Ja. Mitnehmen. Verteidigung. Mit Blutspritzern wird das. Genau. Wir wollen wieder dich haben. Dich haben. So, zack. Dann würde ich dich haben. Zwar nicht mehr nach Fleck angreift, und aus und verringert. Genau. Das heißt, ich bin so lange unsichtbar wie ich. Genau. So. Hier einen Punkt und dann gibt es hier die Punkte bei dem Stalker. Zack. Das sind die Stalker-Punkte und dann gehen wir wahrscheinlich hier für Abklingzeit, Boni gegen Typen. Ja, gucken wir mal. Ja, Schusswaffen. Skillschaden erhöhen. Mal aussehen. So. Promethea. Meridian-Komplex. So. Jetzt können wir wieder unsichtbar sein. Ich liebe dieses Unsichtbar. Absolut göttlich. Vor allem, wenn man 100% Crit, dann muss man nicht auf Köpfe schießen oder auf Critstellen schießen. Lass uns jagen! Da runter. Aber was? So. Kraft, unzählige Fähigkeiten. Muhahaha. Lol, kann ja nicht mal runterskillen, was das macht. Ist ja doof. Das Rise and Grind ist wie ausgestorben, aber da sollte ein Barista-Bot sein. Der tut es zur Not auch. Die Dinger sind ziemlich nervig, aber der Kaffee ist es wert. Raus aus meiner neuen Karre. Lol. Der ist ja geil. Mit Elektroschocker. Los, benutzt die Klingel! Ich will Kaffee. Oh, hey! Du willst doch nicht etwa was kaufen, oder? Ich brauche arkturianischer Superschwarz. Oh, tut mir leid. Der Energiekern ist gerade durchgebrannt und ohne Energie gibt's keinen Kaffee. Natürlich. Aber das ist okay. Ist okay. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwan-Soldaten. Er nennt sich Papa Kern. Ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Den brauchen wir. Ah ja, das allseits bekannte Energiekern-Dilemma. Was auch sonst. Okay. Schon komisch. Früher habe ich Sachen gesagt wie, ich töte jeden, der mich vor meiner ersten Tasse Kaffee anspricht. Jetzt könnte ich das wirklich tun. Ich weiß auch nicht. Das finde ich einfach lustig. Du stehst vor dem Galaxis-Rekordhalter im längsten Aufbrühen von Kaffee. 2,5 Monate, Kumpel. Ich glaube, der Kunde ist am Tresen beim Warten gestorben. Redest du mit dir selber, oder was? Der arme Bot, Alter. Den bekommt das auch nicht. Der braucht auch Kaffee. Na, Hallöchen. Wo führst du denn hin? Ich muss sagen, bis jetzt ist der Ausverkauf super. Wir haben Maliwan einen endlos Vorrat an kreischendem Kanonenfutter gegeben. Unsere Anhänger. Und dafür haben wir abgefahrene Hightech-Waffen bekommen. Und wenn der Planet Ihnen gehört, kriegen Sie Atlas und wir die Kammer. Dann kannst du nur noch an deinem, was auch immer du da unten hast, rumspielen. Ja. Stattlich bestimmt. Alter, die Karre ist geil. Das scannen wir jetzt erstmal ein hier. Alter Schwede, hat die denn für einen Nachlader, ey? Hoho! Oh, warte mal. Das passen wir erstmal an hier. Hm. Technik, MG. Haftbombenfasswerfer. Okay, dann war das das andere. Nice. Tesla-Spieler. Hau mal schwere Rüstung rein. Ja. Flammenbooster. Mega, ja damit. Da war auch hübsch, hübsch. Ja. Haben wir gar nicht so viele Sachen hier. Der sieht geil aus. Baby. Den ja noch schnell. Schön, dass du wieder da bist. Der für geile Teile hat. Okay, gute Arbeit, Kajon. Und jetzt bring das Ding zum nächsten Catch a Ride. Ach du Heidewitzka. Wow. Das hat Booster. Das sind Booster. Hab doch nie eine schnellere Karre gesehen. Damit gehst du ab wie ein Zäpfchen. Besorg dir so ein Ding und hau den Booster rein. Boah, ich finde das hier viel geiler mit den Flammen, oder? So, wo müssen wir denn jetzt hin? Gibt's mal eine Karte. Jawohl. Autsch, nicht in Strom stehen bleiben. Ich hab dich vermisst, kleiner Freund. Da oben müssen wir irgendwie hin, wo wir alle Typhon Locks gefunden haben. Moxie will Killavolt töten. Hilf ihr dabei. Die Quest ist cool. Gut. Falls du es noch nicht wusstest, ich veranstalte einen interplanetaren Battle Royale namens die Underdome. Aber nicht nur ich. Es gibt einen bekannten Banditen namens Killavolt, der einen Kampf bis zum Tod per Livestream aus Prometheus Seaport Bezirk überträgt. Killavolt ist eine totale Nulpe und schlecht für den Ruf des Battle Royale. Also werden wir den Stecker seiner Show ziehen. Wir sehen uns unten auf dem Planeten. Perfekter Kill! Der Typ war ein echter Lappen. Und jetzt schnappt ihr den Energiekern. Tod heißt nicht willkommen. Na, hast du dich da jetzt versteckt? Lappen. Schnapp dir den Energie. Geht doch. Und jetzt zurück zum Laden. Ich brauche endlich Kaffee, verdammt! Hör zu, es tut mir leid, aber außer mir steht nichts zwischen diesen Zivilisten und einer Maliwan-Armada. Dieser Kaffee wird Leben retten. Angefangen mit meinem. Dahin, wo du hergekommen bist. Das ist meine Bestimmung. Markiere dein Ziel! Na gut. Dann gehen wir mal Kaffee kochen. I guess. Lagebericht. Etwa 80% meines Teams sind mindestens leicht verletzt. Die Maliwan-Elementare sind echt brutal. Dafür haben wir Ration. Skylar hat eine Kiste Rahmen-Gewürzmischung gefunden, also gibt's ein paar Wochen Suppe. Allerdings ohne verdammte Nudeln. So viele Leute erwarten jetzt, dass ich einen Plan habe. Dabei habe ich nicht mal einen für mich. Ich hatte Pläne. Aber die waren für einen Arsch, sobald Maliwan anfing, die Stadt zu verwüsten. Ich könnte in eine Schnellwechselkabine gehen und als neuer Mann rauskommen. Aber dazu gehört mehr, als einen neuen Körper zu digistructen. Vielleicht, wenn Meridian sicher ist, wann immer das sein mag. Boah, sich einfach so einen anderen Körper machen? Oha, geil. Ach, welcher Kerl wollte nicht schon immer mal im Körper einer Frau stecken? So die pubertierenden Wunschvorstellungen eines 14-, 15-Jährigen. Was geht? Setze den Energiekern ein. Ja, dann. Cool. Und jetzt klingel. Das sollte den Laden neu starten oder sowas. Und mein Gesichtsflair. Viola, oder wie das auch immer heißt. Fucking Schnauzer. Der Laden hat wieder Saft. Können wir jetzt einen Kaffee haben, Barista Watt? Oh Mann, geht nicht. Wir sind ein umweltfreundliches Kaffee, weißt du? Also, du musst deinen eigenen Behälter zum Mitnehmen haben. Na klar, scheiße. Moment, ich habe eine Idee. Da ist dieser Maliwan-Commander, der immer einen Reisebecher dabei hat. Versuch ihn aufzuspüren. Ganz im Ernst? Dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwan Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Ich will nur den Becher von diesem Commander. Na, ne, Booster gehen nicht rückwärts. Doofe Idee. Hätte mir auch denken können. Okay, na den Becher raus. Erledige ein paar einfache Kämpfe, um den Commander hervorzulocken. Der Becher gehört mir. Die Kaffeepause ist wohl vorbei, Leute. Auf sie! Gejagt beginnt. So viele, um sie zu zählen. Wie Tontauben schießen hier. Ja, wo bist du, Mister? Jetzt hebt den Becher auf. Warte, was steht drauf? Bester Commander der Welt? Der gehört sowas von mir. Ich bin jetzt der Kaffee-Commander. Was zur Hölle? Verdammt! Könnt ihr mir denn gar nichts Gutes lassen, Maliwan? Ich will doch nur eine verdammte Tasse Kaffee! Oh, Leute, bitte! Stellt euch eure Bestellung im Weg. Nicht zurückhalten! Diese Typen waren echt das Letzte. Barista Bot, halt's Maul und mach endlich den Kaffee. Echt? Klar doch! Krieg dich wieder ein! Gib mir den Becher zum Mitnehmen und ich fülle ihn wieder auf. Cool, aus der Region, korrekt. Einen Moment. World Greatest Commander. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Du kippst daneben, Susanne. Gut Ding will Weile haben. Lass den Bot seine Arbeit machen. Es wird sich sowas von lohnen. Sogar mit Anzeige, wie voller Leute. Das ist das geil. Ah. Und bitte sehr, einen guten Tag. Oder nicht, deine Entscheidung. Ja! Ja! Endlich! Bring den Kaffee her! Ich kann die Intensität deines Verlangens von hier aus spüren. Hey, wir haben alle unsere Schwächen. Wo ist meine Karre? Karre. Vielleicht hat die ja noch irgendwas Lustiges. Das kann ich gut gebrauchen. Danke. Was mit dir? Leuchtet so schön. Ups. Sorry. War ich nicht. War Maliwan. Mal neue Teile. Komm zu mir, mein Freund. Schade. Keine neuen Teile dabei. Ich habe Kaffeebecher. Du bist meine Lieblingsperson. Na, das war sowas von nötig. Hey, Atlas-Jungs! Rise and Grind hat wieder offen und der Kaffee geht auf mich. Oh, scheiße, ja. Echt jetzt? Danke, Lorelei. Gib mir den Becher, Kammertyp. Ich werde nicht locker lassen. Tja, scheiße. Nimm das und das und das. Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Ich muss sie alle geworfen haben. Der Kaffee-Commander. Alter. Gut gemacht, Kammerjäger. Jetzt kannst du dir deine wohlverdiente Belohnung abholen. So cool. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Naja. Kein coolen Druck. Schade. Wie ein Kaffee. Einer, der Kaffeetassen schießt oder so. Schade. Ist ja irgendwo an die Seite geschoben. Na, war da nicht. Schade. Na dann, Lorelei, lass mal rüberwachsen. Wir können dir nicht genug danken, Kammerjäger. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber... dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh. Okay. Ist noch eine Nebenquest. Ich habe einen Job für dich. Auha, Burger. Jetzt, wo wir Kaffee haben, ist Nahrung unsere zweite Priorität. Maliwan hat das Dynasty Diner übernommen. Bis dahin war das unsere wichtigste Nahrungsquelle. Finde den Besitzer Bo und hilf ihm, sein Diner zurückzuerobern. Gegen ein paar Gratis-Burger habe ich ja nichts einzuwenden. Kugeln aufpumpen. Jeder hat seinen Preis. Ui. Hab ich den Schloss schon mal freigeschaltet? Nein, habe ich noch nicht freigeschaltet. Eine Sache noch. Bei Maliwan gibt es einen Kerl namens Captain Roe, der mir das Leben schwer macht. Ich konnte ihn noch nicht festnageln, aber anscheinend hat er eine Schwäche für Burger. Hey! Hey du! Ich brauch Hilfe, verdammt! Bist du denn drinne? Hallo? Ich bin auf Bitte von Lorelei hier. Bo, ich bin's! Und ich habe eine Basis voller hungriger Leute, kapiert? Ah, kapiert, Lorelei. Und ob ich das kapier? Okay. Also, diese faschistischen Maliwan-Mistkerle benutzen mein Diner, um ihre Truppen zu versorgen. Halte sie auf! Los! Mach schon! Töte sie alle! Als die Maliwan kamen, habe ich mich in meinem Apartment verbarrikadiert. Und ich komme erst dann wieder raus, wenn der Krieg vorbei ist, hörst du? Aber du kannst mir dabei helfen, das Diner zu eröffnen. Ich betreibe es einfach von hier aus. Nicht weglaufen. Das verdirbt den Geschmack. Ein gutes Gefühl, wie diese KDK-Spinner nicht mehr senden können. Ein Punkt für die Raiders. Ja, ich bin ja hier genau der. Ja, Moment. Ach, damit, wo war jetzt das Lockdown? Ah, Mist. Hier war doch irgendwo ein... Ja. Muss hier hin. Mist. Hier lang gekommen. Da sind immer noch Maliwan. Schalte sie aus. Ja, jetzt reg dich ab. Ich habe gerade wichtige Sachen zu tun. Ach, dammit! Wo war der Shit? Es sind immer noch welche da! Mach die Maliwan-Typen platt! Die Verwesung steht dir! Atemzug an. Ja! Scheiße, ja! Endlich kann ich wieder das tun, was ich liebe. Burgerbraten. Burger sind mein Leben, Alter. Ich habe nur Gutes über diese Burger gehört. Oh, da. Komm schon, los geht's. Wir müssen das Diner wieder flott machen. Puh. Ich heiße Shanneth Kairi und hier ist Meridian am Morgen. Heute Morgen sprechen wir mit Rhys Strongfork, dem Chef und Neugründer der Atlas Corporation. Willkommen, Rhys. Danke, dass ich hier sein kann, Shanneth. Rhys, noch vor einem Jahrzehnt hätten viele gedacht, dass es unmöglich ist, Atlas zurück auf den galaktischen Markt zu bringen. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Geheime Alien-Technologie, Shanneth. Nur ein Scherz. Atlas ist so erfolgreich, weil wir eine neue Philosophie verfolgen. Ich glaube, dass ein Konzern seine Angestellten auf den Schultern tragen sollte und nicht umgekehrt. Und wie sieht es mit Mitbewerbern aus? Atlas ist ziemlich in den Mittelpunkt gerückt. Hat es Übernahmeangebote gegeben? Ich will ehrlich sein, es gab ein paar ziemlich aggressive Angebote von bestimmten etablierten Waffenmarken, aber ich verkaufe nicht. Atlas ist eine eigenständige Marke. Und so soll es auch bleiben. Bis an mein Lebensende. Ja, wieso sag ich sowas? Das wird doch nicht gesendet, oder? Sind wir etwa live? Ach, Jerry, warum sagst du solche Termine nur zu? Dahin ein unvergessliches Gemetzel. Alter, davon jetzt wird das Ding ja komplett hier. Jagdmodus. Wow, ich wollte eigentlich nur den Claptrap hier holen. Der Claptrap starb im Kampf gegen unseren größten Feind, die Treppe. Er scheint ein experimentelles Treppensteigemodul getestet zu haben. Oh, da lag das Problem. Er hat es nicht eingeschaltet. So ein toter Idiot. Das Modul könnte für meine neue Freundin nützlich sein. Borderlands 2 Anspielung. Da muss man ihn so einen Bereich begleiten, beschützen. Dann sind da Treppen und dann muss man extra einen Aufzug für ihn runterlassen und so. Gibt doch noch mehr von diesen Anspielungen in Borderlands 2. Ach du Heiler, was ist das denn hier unten? Okay, da wären wir. Ich kann die neuen Burger schon fast riechen. Drück den Knopf und Digistructor diese saftigen Burger. Yeah! Fehler, nicht genügend Fleischdaten für Burger. Na toll. Der Digistructor hat keine Fleischproben mehr. Wir können keine Dynasty Burger ohne Fleischproben machen. Okay, bring mir eine Probe meiner Geheimzutat. Ratchfleisch. Sind diese Dinge für euch überhaupt essbar? Vertrau mir. Es klingt vielleicht eklig, aber es macht die Burger so verdammt saftig. Da ist ein Ratchbau in der Müllgrube. Hole sie. Es klingt nicht nur eklig, es ist eklig. Zerquetsch als erstes ein paar Ratch-Larven. Das sollte eine wütende Ratch-Mama auf den Plan rufen. Und so schnappst du dir ein fettes Ratch-Steak. Mmh, saftig. Skin. Falsch. Töte Ratch-Larven. Ah, Mann. Überall Blut. Schnappt ihr ein großes Stück ekliges, köstliches Fleisch. Mit jedem Sieg werde ich stärker. Ja! Bring es zurück zu mir! Ihr Kind, Alter. Boah. Ich glaube, da von den Burgern will ich nichts. Pass ich. Nichts für ungut, aber... Ich liebe zwar Burger, aber... Nee. Wo ist nicht sein? Schatten! Was ist denn da? Sheriff Lord. Ich bin wieder schon irgendwo falsch wieder rausgekommen. Ui, das sieht ja aus wie hier in... Ach, wie heißt die Serie? Nighthawk? Keine Ahnung. Dieses sprechende Auto? Oder aus Ready Player One. Das sieht auch so ähnlich aus. Skillpunkt. Ja, bringt Zeit für Skill. Okay. Habe ich hier mein... Zack. Einmal zurück zum Outrunner. Ich wundere, ist immer der Tod irgendwie weg. Wenn ich das mache. Ah, ich wollte jetzt nicht den ganzen Weg zurücklatschen. Gemacht. Chillige Mucke. Leg das Fleisch auf den Digistructor und die Show kann losgehen. Genau. Boah, Kind. Ja! Ein neuer Burger wurde geboren. Okay, jetzt brauchen wir einen Lieferbot, damit wir diese Burger zu den hungrigen Leuten bringen können. Drück den Knopf. Burgerbot! Wie läuft's, Alter? Gib mir 5! Negativ. Oberste Priorität. Burger an Maliwan Captain Archer Roe liefern. Was? Nein! Hinterher! Lorelei! Mein Burgerbot will diesem Captain Roe, den du erwähnt hast, meine Burger liefern! Was? Du machst Witze! Kammerjäger, folge dem Bot! Das ist unsere Chance, an diesen Maliwan-Bastard ranzukommen! Du dämlicher Idiot! Uff, ist der flink. Aber dass er keine Beine hat. Feindliches Gebiet. Die Route wird neu berechnet. Burgerbots wurden nicht für den Kampf entwickelt. Daher die Fehlfunktion. Schalte die Maliwan aus, damit er sich wieder in Bewegung setzt. Lol, der verliert die ganzen Burger. Das gute Essen. Ich meine... Die Jagd will alles. Die guten Red Burger. Ist er. Das war ihm lassen. Wir müssen auch nochmal zurückkommen, ja. Feindliches Gebiet. Die Route wird neu berechnet. Okay. Ach, mehr Maliwan. Schalte sie aus, damit sich der Burgerbot wieder in Bewegung setzt. Wer wo? Schreit denn hier so? Den Punkt erwischt! Oh, der arme Burgerbot war fast tot. Legendary! Ja, ab in den Kampf! Molly Gaines Minesweeper. Bei einem Krimtreffer gibt es eine Chance, vermuten, dass eine Mikrogranate scheint, die nach kurzer Zeit explodiert. Wow. Was für Troll. Na, gute Arbeit beim Ausschalten des wertvollen Ziels, Kammerjäger. Lorelei, es wird eine Weile dauern, bis wir Maliwans Steuerung meiner Burgerbots überschrieben haben. Und der hier ist wohl Schrott. Also, tschüss, Burgerbot. Könntest du inzwischen für mich diesen Burger an Lorelei liefern, Kammerjäger? Lorelei, ich schicke dir den ersten von vielen Burgern. Ich brauche nur etwas, um meine Burgerbots neu zu programmieren. Dann läuft die Burgermaschinerie wieder. Vielen Dank, Bo. Wir haben hier viele hungrige Mäuler zu stopfen. Okay, dann laufen wir mal zurück. Hier reingeraten, ey. Irgendwo, wo es anscheinend nicht weitergeht. Das sieht hier wieder nach Sidequest aus. Oh, ist ja ein Loch. Ah, jetzt noch eine sichtbare Wand. Mist. Tja, da ist zu. Gut, dann einmal zurück zum Outrunner. So, hier noch fürs Schau aussehen. Ah, der Turbo ist schon geil. Ah, jetzt sind wir hier. I take it. Willkommen zurück, kleiner Freund. Fetten Dank, dass du Captain Roe erledigt hast. Der burgergeile Drecksack war schlimmer. Ja. Hämorrhoiden. Und jetzt ist er tot? Echt gut gemacht. Erst Kaffee, jetzt Burger. Die Grundpfeiler der Zivilisation. Wir bauen diese Stadt Stück für Stück wieder auf. Danke für deine Hilfe. Ah, Kaffee und Burger. Die Grundpfeiler der Zivilisation. Ich hätte den Burgerwerfer bekommen. Ja. Geil. Ah, den kenne ich noch. Hallo? Ja. Boom. Den Burger-Dings kenne ich noch. Den Burgerwerfer. So, na dann Hauptquest. Ah ne, wir haben Töte Killavolt noch. Mal Killavolt noch. Wo ist ein Killavolt? Da hinten. Dann ist hier Aussteigen angesagt. Und weg bin ich. Sneaky, sneaky. Bisschen Battle Royale hier spielen. Dem Gewinner von Killervolts Wettkampf winkt eine Nacht mit ihm. Für eine Frau gibt es viele Gründe, einen Kampf bis zum Tod zu bestreiten. Geld, Ruhm, eine Waffe, mit der man das Gesicht des Gegners schmelzen kann. Aber eine Nacht mit Killavolt? Das lohnt sich nicht. Vertrau mir. Oh, ein Wort der Warnung. Jedes Wort aus seinem Mund lässt meinen Finger am Abzug zucken. Du verstehst schon. Bald wird abgedrückt. Da lang. Hart, ab geht's. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Willst du auch um den Hauptgewinn kämpfen? Aber sowas von. Ich habe einen Champion dabei, der in meinem Namen kämpft. Außerdem will ich es in die Länge ziehen. Meine Schaltkreise aufladen, bevor wir die Verbindung herstellen. Wow, meine Drähte kribbeln. Ich soll zwar niemanden bevorteilen, aber ich spüre, wie sich die Luft statisch auflädt. Willkommen bei Wer vögelt den Bazillionär? Die Regeln sind einfach. Jeder Teilnehmer hat eine Marke. Wer zuerst 4 Marken hat, gewinnt eine wilde Fahrt im Killavolt-Express. Damit meine ich Sex. 2 Runden, wenn der Saft nicht ausgeht. In Ordnung, Wollköpfe. Lasset die Spiele beginnen. Während du machst, was du am besten kannst, überlege ich mir, wie man Killervolts Kabel ein für alle Mal durchtrennen kann. Wir sehen uns in der Bar. Na Mensch. Stimmt. Gut. Na dann, für ein Battle Royale brauchen wir gute musikalische Untermalung. Das ist es nicht. Das ist es. Auf geht's, Baby. Es gibt keinen zu nennen. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. jetzt aus. Deine Jagd ist vorbei. Es ist Zeit zu kämpfen. Mit Killavolt zusammen war, war er einfach nur Kenne. Die Trennung hat ihn hart getroffen. Er trank Batteriesäure, um Boogies zu kriegen. Ich muss einen Weg finden, seine Ladung zu dämpfen. Was mich auf eine Idee bringt. Hol Boogie ein paar Batterien. Das ist meine Bestimmung. Wirklich? Tod, gefällst du mir besser. Der ist Gold voll. Mit Bot. Was zur Hölle? Kann man Legendaries kaufen? Ist ja mega. Sogar mit Anointment drauf. Nicht genug Geld für irgendwas. Das ist ja lustig. mich gefangen. Sie will einen Gefangenenaustausch mit ihrer Freundin Blattschein rausschlagen. Denkt, ich wäre eine Atlas-Soldatin, was ich nicht bin. Wenn du mir hilfst, wird es sich für dich lohnen. Im Ernst. Geh in ihr Versteck. Es ist bei den U-Bahn-Tunneln. Willkommen. Wie kommst du mit dem Job zurecht? Hilft. Geiler Mucke, wird das schon was. Die Blutgier. Was hast du denn für ein Dodge-Schein? Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Alter, wie der sich bewegt, ey, das ist unglaublich. Deine Schwäche wurde zur Kenntnis genommen. Das ist die richtige Einstellung. darum kämpft, mit diesem Mann zu schlafen, ist eine Schande für die Gesellschaft. So rein technisch gesehen machen wir das auch. Ich bin Naoko, Tumoheads Gefangene. Aber ich bin keine Atlas-Soldatin, wie sie glaubt. Wenn sie herausfindet, wer ich wirklich bin, bin ich erledigt. Danke, dass du versuchst, mich zu retten, aber es sieht aus, als müssten wir erstmal tun, was sie verlangt. Hilf mir hier raus, dann erzähle ich dir alles. Ein weiterer ist versch... Ja, Moment, Ah, Style. Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Das Cockpit-Hauptquartier ist nah. Jetzt such einen Weg rein und zerschmettere die Cockpits. Befreien an, mein Baby Blattschein. Hallo, ich bin der Kammerjäger. Was willst du da draußen? Was soll das werden? Es stehen viele Verbrechen kurz davor, begangen zu werden. Von mir. Hast du die Combats ausgelöscht? Wenn Blattschein was passiert, töte ich deine Familie und einen alten Mann, den ich kenne, der ein Erdhörnchen als Haustier hat. Und das Erdhörnchen. Denn ich bin verliebt. Hey, Roxys Crew. Mein Pluspol und euer Minuspol bringen den Funken bestimmt zum Überspringen. Ignoriere ihn, Schätzchen. Hey, Baby! Hast du jemanden geschickt, um mich zu retten? Ich bin hier! Eins höher, ne? Zelle hier irgendwo war. Ich werde Tarui deine Milz bringen! Hast du meine Blattschein gefunden? Das Licht meines Lebens! Den Tumor in meinem Auge! Ich habe deine Freundin gefunden. In Teilen. Was? Wenn Tumo hätte mitkriegt, dass du Blattschein getötet hast, bin ich dran. Ich habe eine Idee. Schnapp dir ihre Maske. Tumorhead sieht extrem schlecht. Ich nehme an, das liegt am Tumor. Vielleicht können wir sie reinlegen. Wir sehen uns im Versteck. Hey, mach dir nichts aus Blattschein. Die zwei sind verliebt. Ins Morden Unschuldiger. Es sind Monster. Außerdem sind öffentliche Liebesbekundungen ekelhaft. Im Ernst, werdet erwachsen, das will doch niemand sehen. Hey, ist da jemand? Hol mich raus! Dieser Scheißhaufen hält mich hier fest! Was zur Hölle hat das denn für eine Waffe? Rick und Morty! Ich glaub's ja wohl nicht. LOL! Das waren Rick und Morty? Arm hier mal aus dem Klo befreien. Diese KI will mich nicht gehen lassen. Hilf mir, dann hebe ich dir eine geschmuggelte Kanone. Ich heiße Trashmouth. Du musst diesen vor Scheiße triefenden KI-Chip einfach gegen einen austauschen, der das Gesetz etwas lockerer interpretiert. Quasi ein böser Kopfbot. Die drangsalieren meine Leute immer wegen Bestechungsgeld. Die holen mich hier raus. Finde sie. Bürger, vielen Dank, dass Sie die Faker-Kapsel gewählt haben. Du bist eine Glühbirne in einem Scheißhaus! Ich zahle gar nichts! Fluchen ist ein Klasse-1-Vergehen. Sie haben ein zusätzliches Bußgeld von $5.000 erhalten. Wenn ich hier raus bin, scheiße ich dir eine KI-Chip zu! Androhungen von Fäkalverbrechen sind ein Klasse-7-Vergehen. Okay, sehr... Sehr interessant. Den armen Mann da aus dem Klo wieder rausholen. Gut, dann wollen wir mal. Bin ich gestorben? Nein! Komm runter! Ah! Zeige mich so! Die Musik konzentrieren. Ich glaube nicht. Oh Mann! Verkackt. Ich glaube, ohne Sound ist das doof. Oh boy. Gut. Wir machen jetzt aber Schluss für die Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.